Hey, ihr seht schon, eine Schar und ein E kommt vor. Ich packe es unter die Playlist, die besondere Exponentialfunktion. Dann eben als Beispiel mit einer Schar. Viele sagen sich, okay, Scharen habe ich jetzt verstanden. Ich habe grundsätzlich irgendeine Funktion, aber noch einen Buchstaben dabei. Ich kann für den Buchstaben auch wieder verschiedene Werte einsetzen. Deshalb sieht die Funktion einmal so aus, einmal so, einmal so. Und zum Beispiel jetzt für die Extrempunkte, die liegen immer an irgendeiner anderen Stelle. Und jetzt steht da auf einmal im Text, zeigen Sie, beweisen Sie, dass alle Extrempunkte gleich sind. Und das Stichwort oder die Vokabel ist ja Extrempunkte. Also geht doch erstmal her und bestimmt die Extrempunkte. Dafür greifen jetzt wieder andere Vokabeln, nämlich ich brauche die erste Ableitung. Dann greift die Vokabel, ich habe einmal irgendwas mit E. Dann habe ich was mit Parametern. Das ist alles geklärt oder sollte geklärt sein. In den Playlists findet ihr da genug Beispiele. Ich leite dieses Paket ab zu minus 2 kx. Das ist die Ableitung vom Exponent mal e hoch minus kx Quadrat. Das ist wieder hingeschrieben. Wäre die Vokabel verketteter Zusammenhang. Minus dieses Paket abgeleitet 2 kx. Jetzt sollte man erkennen, ich habe hier und hier etwas stehen, da ist vieles gleich. Na, dann könnte ich doch hier diesen ganzen Ausdruck irgendwie anders hinschreiben. Vielleicht kann ich ja minus 2kx ausklammern, dann bleibt übrig e hoch minus kx Quadrat und Achtung, plus 1. Warum? Das mal das ist dieses hier und das mal das ist dieses hier. Jetzt habe ich ein Produkt da stehen. Und ein Produkt wird 0, wenn einer seiner Faktoren 0 wird. Also entweder diese Geschichte hier, minus 2kx gleich 0, oder die Geschichte e hoch minus kx Quadrat plus 1 gleich 0. Wenn ich mir das hier anschaue, muss ich eine Gleichung lösen rund um e. 1 rüber, e hoch minus kx Quadrat gleich minus 1. Wie komme ich an den Exponent? Logarithmieren, ln. Logarithmus von minus 1 geht nicht. Diese Gleichung ist nicht lösbar. Schaue ich mir diese an. Wir haben hier wieder ein Produkt stehen. Minus 2 mal k mal irgendetwas gleich 0. Die Geschichte, da kommt es noch drauf an, was steht im Text. Ich gehe jetzt mal davon aus, k größer 0. Es wäre aber auch egal, wenn da k ungleich 0 steht. Dieses Paket hier fliegt ja raus. Ich will ja eine Lösung für x haben. Und da gibt es nur die Lösung x gleich 0. Für x gleich 0, 0 mal irgendetwas, egal was für k da steht, ist gleich 0. Und ihr seht hoffentlich, x gleich 0 ist parameterfrei, ohne k. Und damit sind alle Extrempunkte von dieser Schar immer bei dem x-Wert 0. Und das ist nichts anderes als zu zeigen, obwohl da ein Parameter mit dabei ist, verschiebt sich oder verschieben sich die Extrempunkte nicht, wenn k sich abändert, weil bei der Lösung das Ganze parameterfrei ist. Es kann in anderen Aufgaben, und ihr werdet sicherlich auch schon genug gemacht haben, passieren und es wird passieren, dass ihr zum Beispiel rauskriegt, ich sage jetzt einfach mal, x ist gleich 2k oder sowas. Und dann seht ihr schon, wenn ich k abändere, ändert sich ja auch der x-Wert, also die Stelle vom Extrempunkt ab oder von was auch immer, von der Nullstelle. Diese Lösung ist nicht parameterfrei. Und das ist die einzige Kunst. Und lasst euch davon nicht verwirren, sondern geht mit den Schlagwörtern, mit den Stichpunkten erstmal voran. Zeigen Sie, dass alle Extrempunkte, okay, dann gehe ich erstmal her und gehe in die Richtung Extrempunkte, erste Ableitung, Null setzen und schauen, was passiert.